Ja, hallo, ihr Leute, ich bin's wieder, Tibus RP, und diesmal geht's um die Mateba. Nein, okay, Schluss mit dem Rumgeschwule, es geht um die Mateba. Und zwar, ja, die kam gestern raus, also am 16.7., da kam sie raus, und zwar für 38.000 GP. Was mir sehr gut an dieser Waffe gefällt, dass erstmal das Nachladen, das dauert ja allgemein nicht so lange, naja, 2,4 Sekunden ungefähr. Ich konnte es noch nicht so genau messen, denn ich habe nicht wirklich dafür eine Stoppuhr. Und ja, irgendwie erinnert sie mich leicht an so einen Steam-Spiel, also an Valve-Games, sowas wie Counter-Strike oder an Team Fortress 2, denn diese billige Animation, naja, so wie man es nimmt, ne? Oh, ja, ich wusste nicht, wo Docken war. Geil, auf jeden Fall, ja, sie scheint mir ein bisschen billig, aber natürlich hat sie genügend Power, denn auf dem Körper macht sie 41 bis 62 Damage, also je mehr ihr beim Gegner seid, desto mehr Damage macht ihr, ist doch klar. Auf den Kopf macht ihr Instant Headshot, auch noch von der Close Range. Ich konnte es noch nicht weiter testen, also, denn ich habe bisher damit nur Team Deathmatch gezockt und das auch nur von so einem... Na, also, naja, ja, wirklich von der Close Range habe ich das bisher nur getestet bekommen. Noch habe ich keine Tests damit gemacht. Bisher habe ich nur so ein bisschen in-game gezockt. Auf jeden Fall, das Nachladen gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, es wirkt nur ein bisschen billig, meiner Meinung nach. Also, die Grafik an der ist so billig, ich weiß es nicht. Ich bin damit ein bisschen unvertraut. Auf jeden Fall, 2,4 Reload Time, 6 zu 30 Munition, Mateba heißt sie. Frag mich, woher sie kommt, vielleicht aus dem eine der Weltkriegen, denn es kam ja auch noch die die M1A1 Carbon oder wie die auch immer heißt. Auf jeden Fall kam die ja auch noch raus. Also, was soll man da sagen? Also vielleicht gehört sie zu den älteren Kriegen jetzt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ihr bekommt sie im Item Shop für 38.000 GP, wie gesagt. Mit Rechtsklick bewirbt man leider nichts. Schießen tut man eben halt mit Einzelschuss, wenn ihr drückt, halt, da passiert nichts. Power hat sie aber eigentlich recht eine gute. Genauigkeit ist auch ganz gut, also sie ist recht präzise und hat verdammt gut Power. Ich muss schon sagen, das ist echt geil, also dafür lohnt es sich wirklich, die zu holen. Genau ist sie auch noch, wow. Das habe ich ja noch gar nicht getestet. Wow, das ist nice. Ich glaube, ich bewege sogar selber meine Maus. Ich kann dafür nicht. So, jetzt versuche ich die mal da zu halten. Wow, die ist ja richtig präzise. Ihr seht schon, Recall ist nicht so stark. Die Hammer genau. Wow, das ist geil. Vielleicht sehe ich ja irgendwann mal Montages von euch oder sowas. Mit der Mateba. Auf jeden Fall, das wäre echt geil. Würde ich da mal den Jumpshot damit sehen. Ich denke, das ist sogar damit einfacher, denn die ist wirklich genau. Hallo, das gibt's doch gar nicht. Sie schießt auch recht schnell, ist mir aufgefallen. Damit kann man auch gut Killstreaks machen. Denn, denn eigentlich ist sie richtig geil. Ich kann sie euch nur empfehlen zu holen. Zwar finde ich das jetzt ein bisschen kacke, dass sie nur 36 Munition hat, aber das geht schon klar, denn ist ja eigentlich ein Revolver. Ist ja üblich, dass sie 6 bis 8, naja, 6 oder 8 Munition im Lauf haben. Oder wie das auch immer heißt, ich weiß nicht, wie sich dieses drehende Teil davon heißt, weiß ich nicht. Ja, auf dem Körper macht ihr dann One Shot, also 100 Damage, auf dem Körper, wie gesagt, 41 bis 62. Ich denke mal, das war's von mir. Dankeschön an Florian1899. Besucht einfach mal seinen Channel. Den werde ich in die Beschreibung reinhauen. Und ja, bis dann. Dankeschön fürs Zuschauen.